Willkommen wieder bei mir. Heute zeige ich euch ein schnelles und sehr einfaches Börek in der Pfanne. Ruckzuck gemacht mit Filoteig, mit wenigen Zutaten und trotzdem mit viel Geschmack. Gerade wenn ihr wenig Zeit habt, aber trotzdem was Leckeres genießen möchtet oder anbieten möchtet für eure Freunde, für eure Familie, ist dieses Börek genau das Richtige. Es ist unglaublich, wie lecker dieses Börek schmeckt, obwohl es so einfach zu machen ist. Mit der Zubereitung der Füllung fangen wir an. Dafür brauchen wir Petersilie und die Petersilienblätter entfernen wir erstmal von den Petersilienstängeln. Dann hacken wir die Petersilienblätter schön fein. Als nächstes zerkrümeln wir Schafskäse in eine Schale und geben die gehackten Petersilienblätter hinein und alles mischen. Das ist erstmal unsere Füllung, die stellen wir erstmal zur Seite. Jetzt bereiten wir unseren Belag vor und zwar schlagen wir ein Ei in eine Schale und schlagen das Ei etwas. Und dann geben wir in ein halbes Glas Pflanzenöl, ein halbes Glas Milch dazu, mischen das und geben das auch in die Schale dazu zum Ei und mixen alles. So, das ist jetzt unser Belag, stellen wir auch erstmal zur Seite. So, nun machen wir unsere Filoteigblätter auf. Die gibt es immer in der Verpackung und da gibt es immer mehrere, ja, Stücke. Ich habe hier eine Verpackung mit sehr vielen Filoblättern. Ich brauche ungefähr 14 bis 15 Stück. So, den Rest packe ich wieder ein, weil die trocknen ja sehr schnell ein und stelle wieder in den Kühlschrank. So, nun nehme ich eine Pfanne mittlere Größe, gebe etwas Pflanzenöl auf den Boden, verteile das. Auf den Boden kommen zwei Filo-Teigblätter. Diese Teigblätter werden so zerknittert und passend gemacht zur Größe der Pfanne und darauf kommt der Belag und wird verteilt. Und darauf kommt jetzt wieder ein Filoteig und darauf wieder Belag. Und so geht es weiter, bis ich ungefähr also 6 bis 7 Filoteigblätter unten habe. Ganz wichtig ist, dass der Boden mit zwei, also mit doppeltem Filoteigblatt gefüllt sein muss. Und dann kommen immer wieder abwechselnd die Teigblätter und der Belag. Und immer ein bisschen zerknittern, das ist ganz wichtig. Nun kommt mein siebtes Filoteigblatt drauf und darauf kommt jetzt die Füllung. Das wäre ungefähr also die Mitte der Teigblätter, die ich hier entnommen hatte. Die Füllung schön verteilen jetzt. So, und darauf kommt jetzt wieder ein Filoteigblatt und dann wieder Belag. So, und die restlichen Teigblätter mache ich einfach so abwechselnd wieder drauf, wieder Belag, zerknittern. Teigblatt und, ne, und so weiter, bis ich dann auch wieder oben ungefähr 6 Stück habe. Wichtig ist, dass man unten eben wegen der doppelten Schicht ganz unten ein Teigblatt mehr haben muss, ne? Das ist wichtig. So, das dauert natürlich eine Weile, macht aber auch richtig Spaß, weil das ist so unheimlich einfach ein tolles, schmackhaftes Börek zuzubereiten, finde ich, und geht auch ruckzuck, viel schneller als im Ofen. Und viele sagen auch, dass dieses Börek in der Pfanne besser schmeckt als im Ofen. Müsst ihr selber mal probieren. So, jetzt habe ich endlich auch mein letztes und darauf kommt wieder der Belag. Beim letzten Stück ist es ganz wichtig, dass ihr schön verteilt den Belag und dann noch ein bisschen an der Form alles verbessert, die Seiten. Und dann kommt es auf mein Herd. Mittlere Stufe mit geschlossenem Deckel erstmal so ungefähr 5 Minuten anbraten lassen und dann unten gucken, ob es Farbe angenommen hat. Das ist ganz wichtig. Es ist noch sehr hell, also wieder Deckel schließen und noch weitere Minuten erstmal warten auf mittlerer Stufe. Und ihr seht schon, der Rand hat schon Farbe bekommen und so muss der Boden aussehen.
genau so, diese Farbe muss es schon annehmen, nicht mehr und nicht weniger. Und jetzt nehme ich zum Umdrehen am besten einen Teller, weil sonst ist es wirklich schwierig, dieses Börek umzudrehen. Und dann kommt auf die Pfanne wieder ein bisschen Pflanzenöl, nicht viel. Und jetzt gebe ich die andere Seite auf meine Pfanne. Und auch diese Seite wird jetzt kurz angebraten, auch wieder ungefähr 6 bis 7 oder vielleicht 8 Minuten. Das ist nach Herd und nach Temperatur immer unterschiedlich. Deshalb immer kontrollieren. Nach ungefähr 7 Minuten kontrolliere ich bei mir, ist es bei mir schon fertig. Und jetzt kann ich mein Börek eigentlich servieren. Fix und fertig, wirklich in ein paar Minuten, und das Böreks zuzubereiten macht auch richtig Spaß. Ich mache ja auch viele Böreks im Ofen, aber diese Pfannenböreks übertreffen die Böreks im Ofen, sage ich ganz ehrlich. Und die sind auch noch so einfach zu machen, finde ich. Ihr braucht wirklich nur Filoteig, Schafskäse und Petersilie. Den Belag hat man, die Zutaten sowieso immer zu Hause. Dieses Börek könnt ihr gerne zum Abendessen, für Mittagessen oder für zwischendurch servieren. Wir machen sowas auch sogar zum Frühstück manchmal am Wochenende, also zu einem Brunch. Passt auch sehr, sehr gut. Und dazu würde ich aber noch einen Salat empfehlen und noch einen passenden Tee. Wir trinken immer türkischen Tee dazu. Also, probiert's mal aus, lasst es euch schmecken und ich wünsche euch schon mal einen guten Appetit. Und schreibt mir ruhig in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ich freue mich natürlich immer wieder über ein Like, wenn euch das Rezept gefallen hat. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!